Buch bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in einem Haus nah am Seeufer. Am Morgen des 10. Juli wird sie tot in ihrem Bett aufgefunden. Seitdem sind 28 Jahre vergangen. Seit 28 Jahren versucht Kalinkas leiblicher Vater, den Tod seiner Tochter vor Gericht zu klären. Seit 28 Jahren verfolgt André Bamberski den Mann, den er für den Mörder seiner Tochter hält. Kalinkas Stiefvater, den Internisten Dr. Dieter Krombach. In Frankreich wurde Dr. Krombach verurteilt. In Deutschland gilt er als unschuldig. Zwei Männer stehen sich unversöhnlich gegenüber. Der deutsche Arzt, der sich immer wieder der Justiz entziehen kann, und der Franzose, der Gerechtigkeit für Kalinka will. Der will, dass ihr Tod gesühnt wird. Der sich in den Fall verbissen hat und nicht loslassen kann. André Bamberski hat seiner Tochter an ihrem Grab ein Versprechen gegeben. Ich habe ihr versprochen, alles Menschenmögliche zu tun und niemals aufzugeben bis zu dem Moment, in dem ihr Gerechtigkeit widerfährt. Erst dann werde ich von ihr Abschied nehmen können und das tun, was man Trauern nennt. Im letzten Herbst nimmt der Fall eine dramatische Wende. Dr. Krombach lebt inzwischen zurückgezogen in dem kleinen Ort Scheidegg, nicht weit von Lindau. Am späten Abend des 17. Oktober wird Krombach vor seiner Haustür überfallen. Drei unbekannte Männer fahren vor. Sie packen ihn, er wehrt sich. Sie fesseln ihn, verkleben seinen Mund mit Klebeband, zerren ihn ins Auto. In der Nacht bringen sie ihn über die Grenze nach Frankreich, in die elsässische Stadt Mulhouse. Dort ist inzwischen Kalinkas Vater eingetroffen, André Bamberski. Er hat die Entführung in Auftrag gegeben. In seinem Gepäck hat er eine Tasche mit Bargeld für die Kidnapper. Bisher hat Bamberski mit legalen Mitteln gekämpft. Jetzt hat er sich für Gewalt entschieden. Mir war schon klar, dass Dr. Krombach sich nicht höflich bedanken würde und sagen, ja, ich steige gerne zu Ihnen ins Auto und wir fahren zusammen nach Frankreich. Ich habe damit gerechnet, dass man ihn erst überwältigen und bewusstlos schlagen müsste. Polizeibeamte finden Dr. Krombach am frühen Morgen vor einer Toreinfahrt in Mulhouse. Die Entführer haben ihn abgeladen wie einen Müllsack. Krombach ist verletzt. Er hat schwere Blutergüsse, Prellungen, eine blutende Wunde am Kopf. Die Polizei nimmt beide fest, den Entführer und den Entführten. Gegen Dr. Krombach liegt ein französischer Haftbefehl vor. Er steht im Verdacht, für Kalinkas Tod verantwortlich zu sein. Krombach wird medizinisch versorgt und nach Paris gebracht. Auch Kalinkas Vater kommt in Untersuchungshaft, wird aber schnell entlassen. Es besteht keine Fluchtgefahr, sagt der Untersuchungsrichter. Das grenzüberschreitende Kidnapping findet ein enormes Medienecho. Zeitungen greifen den Fall auf, in Deutschland wie in Frankreich. Bamberski wird zum Medienstar. Ausgerechnet durch eine Gewalttat schafft er, was ihm auf juristischem Weg nicht gelungen ist. Wildfremde Menschen interessieren sich für den Tod seiner Tochter Kalinka. Er spürt die Öffentlichkeit hinter sich, schwimmt auf einer Welle der Solidarität, vor allem in Frankreich. Er wird dort sozusagen als Volksheld gefeiert. Und er erfüllt viele Erwartungen, die des Vaters, der nicht aufgibt, des Vaters, der alleine die Justiz dazu zwingt, jemanden auf die Anklagebank zu setzen, eines Vaters, der den Tod seiner Tochter nicht vergisst, alles Dinge, die wir gerne hören und mit denen wir uns gerne identifizieren.
Für Kalinkas Vater war die Entführung ein Akt der Verzweiflung. Das letzte Mittel, das ihm zur Verfügung stand, um seinen Gegner vor Gericht zu bringen. L'âge actuel de Krombach, donc il a 74 ans. Krombach ist jetzt 74 Jahre alt, ich selbst bin 72. Schon seit 10, 15 Jahren habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass mir staatliche und juristische Institutionen im Fall Kalinka helfen werden. Ich spürte, wie die Zeit mir davonlief. Es musste etwas passieren. Bamberski in seinem Haus bei Toulouse. Hierhin sollte Kalinka damals nach den Sommerferien zurückkehren. Sie war sein Augenstern. Kalinka war ein wunderbares Mädchen, ein strahlendes Mädchen, lebensfroh, voller Energie, sehr freundlich. Sie hat die Kindheit sehr schnell hinter sich gelassen, war fast schon erwachsen. Kalinka Bamberski, 1967 geboren, wächst bei den Eltern in Frankreich auf. Mitte der 70er Jahre lassen die Eltern sich scheiden. Ihre Mutter Danielle hat den deutschen Arzt Dieter Krombach kennengelernt. Sie heiratet Krombach und zieht zu ihm nach Lindau am Bodensee. An den Ort, wo Jahre später die Tragödie beginnt. Damals, am 10. Juli 1982, wird der Notarzt in die Villa von Dr. Krombach gerufen. Er findet Kalinka tot in ihrem Bett. Kalinkas Vater erfährt von dem Unglück am Telefon. Nach dem Anruf war ich völlig niedergeschmettert, seelisch und geistig am Boden. Ein so sportliches, gesundes Mädchen. Ihr Tod war einfach unvorstellbar. Bamberski hat das Schrecklichste erlebt, was Vätern und Müttern passieren kann. Er hat ein Kind verloren. Was er nicht weiß, in Lindau ermittelt der Staatsanwalt. Eine Autopsie soll klären, woran Kalinka gestorben ist. Der Notarzt hat am Körper des Mädchens mehrere Einstichstellen gefunden. Kalinkas Leiche wird in Memmingen obduziert, 2 Tage nach ihrem Tod. Dr. Krombach erklärt den Obduzenten, er habe Kalinka am Abend vor ihrem Tod eine Spritze mit einem Eisenpräparat gegeben. Die restlichen Einstiche stammten von Injektionen, mit denen er versucht habe, seine Stieftochter wiederzubeleben. Dr. Krombach hat auch eine Erklärung für Kalinkas plötzlichen Tod. Sie sei wahrscheinlich an einem Sonnenstich gestorben. Die Ärzte vermerken das im Protokoll. Sie entnehmen Gewebeproben. Woran Kalinka gestorben ist, können sie nicht feststellen. 5 Tage nach Kalinkas Tod schließt der Staatsanwalt die Ermittlungsakte. Das ist ungewöhnlich schnell. Schon vorher hat er die Einäscherung des Leichnams angeordnet. Auch das ist ungewöhnlich. Kalinkas Vater ist immer noch wie betäubt. Zunächst fallen ihm diese Merkwürdigkeiten nicht auf. Aber er ist katholisch und tiefgläubig. Er besteht darauf, dass seine Tochter nicht verbrannt, sondern in der Heimat bestattet wird. Erst Monate später bekommt André Bamberski den Obduktionsbericht. Er legt ihn dem Rechtsmediziner Professor Louis Arbus vor. Le professeur Louis Arbus. Professor Louis Arbus hat mir gesagt, Monsieur, dieser Bericht lässt viele Fragen offen. Sie sollten unbedingt weitere Untersuchungen und Gewebeanalysen durchführen lassen. Es gibt Unregelmäßigkeiten im Protokoll. Und dann sagte er mir, und das war das allererste Mal, dass ich überhaupt etwas von einer Spritze erfuhr. Meiner Einschätzung nach ist Ihre Tochter an einer intravenösen Injektion verstorben, die Dr. Krombach ihr gegeben hat. Eine neue, quälende Vorstellung. Ist seine Tochter eines unnatürlichen Todes gestorben? Ist jemand dafür verantwortlich? Der Einzige, der diese Frage beantworten kann, hat das stets verneint.
Dr. Krombach wollte sich nie vor der Kamera zu Kalinkas Tod äußern. Damals nicht und heute nach seiner Entführung erst recht nicht. Er sitzt in einem französischen Untersuchungshaftgefängnis, dort in einer medizinischen Abteilung. Er hat bei seiner gewaltsamen Entführung aus Deutschland irgendwie einen Blutgerinnsel im Gehirn erlitten, das uns immer Sorgen macht, weil man eben nicht weiß, wie sich das entwickeln und verhalten wird, wie das eben bei alten Leuten der Fall ist. Auch Kalinkas Mutter wollte und will sich nicht äußern. Sie ist inzwischen von Dr. Krombach geschieden und lebt in Südfrankreich. Schon damals, nach dem Unglück, sperrte sie sich gegen weiterführende Untersuchungen. C'est là que damals begannen die Meinungsverschiedenheiten mit Kalinkas Mutter. Sie sagte mir, was willst du noch herausfinden? Kalinka ist gestorben, weil sie sterben musste. Was willst du in der Geschichte herumstochern? Lass doch die Untersuchungen. Doch André Bamberski will Gewissheit. Er studiert alle Details des Berichts. Dort steht, dass die Amtsärzte außen an Kalinkas Scheide eine Wunde gefunden haben. Ob die Wunde durch Gewalteinwirkung entstanden ist, wird nicht weiter untersucht. Auch nicht, ob Kalinka noch Jungfrau war, als sie starb. Die Frage, ob ihrem Tod ein Sexualkontakt vorausgegangen war, wird im Protokoll vollständig übergangen. Ist das Zufall? Oder liegt hier ein Versäumnis der Memminger Pathologen vor? Wir haben dem renommierten Berliner Rechtsmediziner Professor Norbert Schneider das Obduktionsprotokoll vorgelegt. Eigentlich ist es im Rahmen einer gerichtlichen Obduktion Routine, wenn man die Leiche einer Frau obduziert, insbesondere einer jungen Frau, dass wir Scheidenproben abnehmen und das mikroskopisch untersuchen auf Samenfäden. Nach 2 Tagen würde ich denken, wäre die Chance, noch Köpfe von Samenfäden zu finden, die vielleicht auch nicht mehr gut erhalten sind, die wäre durchaus gegeben gewesen. Also ich weiß nicht, warum hier es nicht gemacht worden ist. Bamberski glaubt nicht an ein Versehen. Er vermutet, dass verdächtige Spuren an Kalinkas Körper vertuscht werden sollten. Er schöpft einen schrecklichen Verdacht. Das schrie zum Himmel. Dass ausgerechnet diese kritischen Punkte im Autopsiebericht fehlen, das ist haarsträubend. Da muss sich doch der Gedanke aufdringen, dass dem Tod Kalinkas ein sexuelles Motiv zugrunde liegt. 1983 schaltet Kalinkas Vater den Münchner Staranwalt Rolf Bossi ein. Der Strafrechtsexperte Bossi gibt dem Verdacht neue Nahrung. Von überall her wird bestätigt, jawohl, es war ein kerngesundes, sportliches Mädchen. Und die soll jetzt schlafend im Bett sterben, ohne dass sich an der Leiche eine Todesursache feststellen lässt. Das ist ein Unding. Da muss sofort der Verdacht im Raum stehen, dass hier in irgendeiner Weise auf diesen Menschen eingewirkt wurde. Auch mit dem Verhältnis des Stiefvaters zur Stieftochter haben sich die Ermittler nicht beschäftigt. Die juristische Praxis zeigt aber, häufig fallen in solchen Beziehungen Hemmschwellen. Die Stieftochter hatte sich eben gerade in diesem Entwicklungsalter befunden, in dem eine Geschlechtsreife weiblicher Art vorhanden ist, die durchaus als Motiv in Betracht kommen kann für einen sexuellen Übergriff. Keiner dieser Verdachtsmomente zählt für die zuständige Staatsanwaltschaft in Kempten. Dennoch setzt Bossi durch, dass die entnommenen Gewebeproben an der Universität München untersucht werden, 1 Jahr nach Kalinkas Tod. André Bamberski schöpft Hoffnung, dass Kalinkas Tod jetzt geklärt werden kann. Doch die Münchner Pathologen kommen zu keinem klaren Ergebnis. Ob die Eiseninjektion zum Tod geführt hat, können sie nicht eindeutig feststellen. Die Pathologen verweisen auf Arzneiexperten. Doch in einem Punkt sind sie sicher. Kalinka ist nicht an einem Sonnenstich gestorben, so wie es Dr. Krombach den Kollegen in Memmingen suggeriert hat. Er wollte jetzt eine Todesursache damit begründen, dass durch verstärkte Sonneneinstrahlung bei dem Mädchen ein Todeseintritt hätte verursacht worden sein können.
das ist als völlig abwegig. Und für ihn als einen Facharzt für innere Medizin beschämenden Falscherklärung gekennzeichnet. Aber auch das macht Dr. Krombach nicht verdächtig. Jedenfalls nicht in den Augen der Justizbehörden. Nur André Bamberski stellt Fragen. Warum hat Krombach die Ermittler auf falsche Spuren gelenkt? Was will er verschleiern? Anhand der in Memmingen entnommenen Gewebeproben sollen die Münchner Pathologen jetzt prüfen, wie die Wunde an Kalinkas Scheide entstanden ist. Doch es gibt keine Proben von Kalinkas Geschlechtsorganen. Sie sind verschwunden. Sind sie nach der Obduktion mit der Leiche beerdigt worden? Kalinkas Leichnam wird in Toulouse exhumiert. Doch die Organe sind nicht im Grab. Bamberski ist verzweifelt. Er weiß nicht, warum seine Tochter sterben musste. Der Körper des einst strahlenden Mädchens, geschunden und zerfleddert. Wertvolle, unersetzliche Beweisstücke, verschwunden. Wie kann so etwas passieren? Wir fragten den leitenden Oberstaatsanwalt am Landgericht in Kempten. Seine Behörde führte damals die Ermittlungen. Es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, wie es dazu kam, dass zum Schluss dieser untersuchte Teil nicht auffindbar war. Aber Vermutungen führen nicht weiter und wir haben keine konkreten Anhaltspunkte, dass hier jemand etwas beseitigt hat. Ob absichtlich oder aus Versehen, ein amtlich versiegeltes Beweisstück darf nicht aus der Obhut der Justiz verschwinden. Der Verlust eines möglichen Beweismittels ist bedauerlich, aber ich darf feststellen, dieser Bereich wurde im Rahmen der Obduktion schon ausführlich untersucht. Natürlich führt jetzt der Verlust dazu, dass nicht vielleicht nachträglich ergänzend noch Untersuchungen durchgeführt werden konnten. Dabei wäre gerade das wichtig gewesen. Denn mit dem Verlust von Kalinkas Geschlechtsorganen sind alle Beweise für eine sexuell motivierte Tat für immer verloren. Wie von den Wassern des Bodensees verschluckt.